Hallo Leute, heute bei meinem Minutenstar Hans-Georg Pantschak. Hallo Hans-Georg, oder wie genau? Naja, Hans-Georg sagte meine Mutter immer, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe. Ne? Hans-Georg und meine Kumpels sagen natürlich Georg zu mir. Okay, aber wofür bist du denn bekannt am als Synchronsprecher? Naja, angefangen habe ich halt mit 1961 und sind über tausende von Rollen. Geil, und jetzt im Augenblick ist die bekannteste wohl Star Wars, den Luke Skywalker. Oder Giggity aus Family Guy. Oder bitte nicht die Hunde, Mr. Burns, Smithers in Simpsons. Ach, dann gibt es noch den Ivankov, diesen Machttransvestiten, ja, yeehaw, also sowas, One Piece, also... Also das Bekannteste bei dir war wahrscheinlich Luke Skywalker. Ja, sag mal, es ist auch der Grund, warum ich meistens auf eine Convention eingeladen werde. Aha, und wie lange sprichst du den schon als Luke Skywalker? Naja, 78 haben wir den ersten Teil aufgenommen, das war ja der vierte Teil, war ja der erste, der aufgenommen worden ist, dann kam zwar, das muss man sich auch wieder vorstellen, dass die Leute sagen, ah, oh, du hast da damals den Film, das war ein Job wie jeder andere. Das, wir hatten, bis dahin, ich hatte schon American Graffiti, den ersten Film von George Lucas synchronisiert, den Kurt, und dann hieß es, war ein Casting, drei Leute, dann hieß es, Pantschak, du machst den, okay, da geht man ins Studio, und dann hieß es zwei Jahre später, du, da haben wir mal so einen Film im Weltall gemacht, da ist ein zweiter Teil, machen wir so, okay, wann bist du nächste Woche da? Und dann zwei Jahre später, da ist ein dritter Teil, das war der sechste Teil, dann haben wir den gemacht, dann war 20 Jahre Pause. Und dann hieß es irgendwann, du, da ist der Blu-ray, da kam Blu-ray auf den Markt. Bis dahin hatten die Leute ja nur mit unseren deutschen Stimmen das gesehen. Es gab ja keine Blu-rays oder CDs, wo man original wie heute gucken kann. Und dann hieß es, da waren natürlich ein paar Bonusmaterialien, die haben wir damals nicht mit synchronisiert, Klammertext und was. Ihr erfahrt hier die ganze Geschichte seines Lebens, ja? Ja, genau. Soll ich noch? Ja, erzähle weiter. Okay. Also kurzum, wir haben dann, siehst du, ich bin das vor 30 Jahren gewesen, ich schicke meinen Sohn. Nee, der Pampel kommt selber, die Susanna Bonasiewicz kommt selber, die Lea und den Han Solo. Du kommst auch schön selber. Gut, dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir wieder 10 Jahre Pause. Und dann hat Oliver Döring ein Hörspiel gemacht, eine Hörspielserie, die Thrawn-Trilogie, aufgrund derer wir eingeladen worden sind 2014 zur letzten JediCon nach Düsseldorf. Und da haben wir das erste Mal den Kontakt mit den Fans gehabt. Bis dann haben wir immer im Dunkeln gearbeitet, immer schön anonym, ne? So wie du, Sven, auch, ne? Oder? Ja, genau wie ich auch. Ja, genau. Aber als Bugs Bunny heute, wenn ihr auf eine Convention geht, die Leute flippen aus, ne? Das ist untenrum. nein, das ist sie wirklich. Okay. Also gut, danke schön, dass du da warst. Gerne. Und schaltet alle wieder ein, wenn Viel Spaß, es heißt, möge der jemand mit euch sein. Chaos.